Ereignisse sind Ihnen ja bekannt gemacht worden mit dem Bollettino, also diesem kleinen Schreiben der Pressekonferenz aus Rom. Als Theologen haben wir Spaß an Sprache und man kann auch in wenigen Zeilen viel lesen. Das werden wir mit der schreibenden Zunft unter Ihnen gemein haben. Und insofern lohnt es sich wirklich, dieses Schreiben vom 23.10. anzuschauen. Da heißt es, der Heilige Vater war jederzeit umfassend und objektiv informiert über die Vorgänge bei uns im Bistum. Und in der Diözese ist es zu einer Situation gekommen, in welcher der Bischof, seine Exzellenz Monsignor Franz Peter Tebatz van Elst, seinen bischöflichen Dienst zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausüben kann. Im Grunde ist damit schon ein wichtiges Zeichen gesetzt, einmal, dass über all das, was uns natürlich hier in Sorge versetzt, was im Bistum Unruhe bringt und viele Menschen auch außerhalb der Kirche ins Fragen, teilweise auch in sehr bewegte Fragen gestürzt hat, dass das nicht unbekannt ist. Der Heilige Stuhl hat eben dem Rechenschaft getragen, nicht nur mit dem Besuch von Kardinal Loyola, sondern auch mit den Gesprächen, die im Anschluss sich fortgeführt haben in Rom, diese Situation so einzuschätzen, dass der Bischof seine Aufgabe, seinen Dienst, der immer auch ein Dienst der Einheit und Dienst der Verkündigung am Heil ist, einfach momentan nicht ausüben kann. In der Klugheit dieser Formulierung ist da drin kein Vorurteil, keine Entscheidung vorweggenommen, aber schon ein Urteil gefällt insofern, dass zur gegenwärtigen Situation eben ein fruchtbares Wirken nicht möglich ist. Es heißt dann weiter darin, dass eben die Kommission eingesetzt wurde, die die Prüfung im Hinblick auf Bau des Bischofshauses vornehmen soll. In dem Moment, wo die Namen dieser Kommission dann auch im Weiteren veröffentlicht wurden, war jedem, der Sachkenntnis und Personenkenntnis hat, klar, dass das eine gemischte Kommission intern und extern besetzt ist mit hoher Fachkompetenz. Und im Grunde, wenn man eines sagen kann, in jeder Krise steckt auch eine Chance, dass das erste Ziel nicht nur dieser Kommission, sondern ich habe auch den Eindruck, über unser Bistum hinaus, in dem, wie Kirche Dinge kommunizieren möchte, Transparenz und der Wille zur Offenlegung eindeutig klar ist. Diese Kommission ist im Vorgehen, hat mehrere Termine in Limburg, arbeitet sehr intensiv auf der sehr komplexen Materie. Und die letzten Kommissionssitzungen werden erst im Januar des nächsten Jahres stattfinden. Es heißt weiter in der Ihnen auch vorliegenden Erklärung, dass auf Entscheidung des Heiligen Stuhls eben meine Ernennung, die vom Bischof designiert war für den 1. Januar, durch den Heiligen Stuhl ausgelöst vorgezogen wurde, auf eben diesen Tag, den 23.10. Und dem Bischof eine Auszeit, dieses Wort wird vermieden, sondern eine Zeit außerhalb des Bistums gewährt wird, bis diese Prüfung abgeschlossen ist. Im Grunde, die Presse hat immer Interesse an sehr aktuellen Informationen und als Ihnen diese Dinge am 23.10. vorlagen, hatten Sie mir gegenüber nur 8 Stunden Nachteil. Mich selbst haben diese ganzen Sachen eingeholt. Sie haben es auch schon mitbekommen, auf einer Pilgerreise auf dem Fahrrad nach Santiago, am vorletzten Tag allerdings. Und ich hatte unmittelbar vorher ein Telefonat mit dem Regens des hiesigen Priesterseminars, wo wir darüber sprachen, dass es ja schön ist, wenn wir uns dann wiedersehen in Limburg, aber vielleicht nicht unmittelbar erstrebenswert im Januar und in dieser Situation. Und ich meinte noch, naja, das liegt noch weit zurück, legte beruhigt auf und direkt der nächste Anruf, ich lag immer noch auf der Wiese, war dann vom Heiligen Stuhl und hat mir dann mitgeteilt oder mich gebeten, dem zuzustimmen, dass meine Ernennung vom Januar vorgezogen werden darf auf diesen nächsten Tag. Außerhalb der Kirche wird man ja oft gefragt, ja, wie ist das? Ist das ein Befehl? Das ist immer ein Wunsch des Papstes, aber dem Wunsch des Papstes kann man sich in dem Fall schlecht entziehen. Und so habe ich dem zugestimmt und hatte noch 2 Tage Zeit, allein beziehungsweise mit meinem Bruder und meinem Neffen darüber nachzudenken. Meine beiden Verwandten haben die nächsten Tage sicher ein bisschen unter meinem schnelleren Fahrstil gelitten. Aber es war dann eben 2 Tage, wo ich das allein mit mir herumgetragen habe, was das bedeutet. Was das bedeutet,
das klärt sich auch für mich jetzt im Lauf der Zeit immer mehr auf. Am Tag darauf hat mich per Mail ein Brief vorab, mein Ernennungsdekret habe ich bis heute noch nicht, das hat auch seine Gründe, weil erst noch einige Formulierungen da gefunden werden müssen, erreicht. Und in diesem Dekret, was eben angekündigt wird mit diesem Schreiben vorab von der Klerus-Kongregation, sind dennoch einige wichtige Sachen benannt. Darin heißt es eben über das, was im Bulletin steht, hinaus, dass ich nun Generalvikar mit allen nach kanonischem Recht geltenden Pflichten, Vollmachten und Aufgaben bin, und zwar denen und nicht mehr und nicht weniger. Ich habe keine Sonderbefugnisse. Die einzige, die mir schon mal zugeteilt wurde, war die für die Zeit meiner Abwesenheit in Wiesbaden, wo ich Pfarrer bin, meinen Administrator, sprich den Pfarrverwalter, nach mir zu ernennen. Ich habe bislang darauf verzichtet, von diesem Recht Gebrauch zu machen, weil ich wollte mir diese Wurzel in der Pfarrseelsorge nicht gekappt haben. Und nach Rücksprache mit meinem Team und dem Pfarrgemeinderat scheint es für eine Übergangszeit auch noch sinnvoll zu sein. Aber wie gesagt, es sind keine Sonderrechte und Pflichten darin. Aber was viel interessanter ist, das ist dann, dass es heißt, eben in diesen Gesetzen, die für die Aufgaben eines Generalvikars wichtig sind, ist ein Kanon 480. Und da ist eine Änderung vorgenommen, dass ich eben in dieser Zeit der Ernennung in allen wichtigen Informations- und Rechenschaftsangelegenheiten dem Heiligen Stuhl allein verpflichtet bin. Das heißt, dass eben der Bischof in dieser Zeit tatsächlich außerhalb seiner Diözese sich aufhalten wird und seine Amtsgeschäfte nicht wahrnehmen und die Amtsgeschäfte dann auf mich übertragen werden. Und einer möglichen Versuchung der Hochmut, die mir zum Glück nicht so eigen ist, ist dann aber im letzten Abschnitt dieses Briefes nochmal Rechnung getragen. Im Wesentlichen besteht Ihr Auftrag also darin, für die ordentliche Verwaltung der Diözese und die nötigen Abläufe Sorge zu tragen. Das muss man ganz nüchtern sehen. Es gilt darum, einfach die Amtsgeschäfte weiterzuführen in dieser Zeit. Und dann der Abschlusssatz heißt es, und dazu beizutragen, dass die verstörte Situation im Bistum Limburg sich beruhigt. Das ist natürlich die große Kunst. Die letzten zwei Tage war ich allein auf dem Fahrrad und da war es nicht so leicht, diese offene Situation erst einmal anzunehmen. Ich habe jetzt zwei Tage hier in Limburg hinter mir und die ersten Begegnungen mit den Mitarbeitern im Ordinariat, aber auch, merke ich sehr deutlich, von Seelsorgerinnen, Seelsorgern und Priestern im Bistum. Das ist für mich ein Stimmungsumschwung, weil ich bin erstmal nicht allein, sondern habe sehr deutlich eine ganz große Anteilnahme, Offenheit und Vertrauensvorschuss erfahren. Das ist vielleicht auch dem glücklichen Umstand geschuldet, dass ich einen langen Weg in meiner Diözese hinter mir habe, durch 5 verschiedene Aufgaben als Pfarrer, durch 7 Jahre hier im Priesterseminar als Regens und dass sehr viele Menschen mich kennen. Es gibt ja bei Jesuiten diesen einen freundlichen Satz, sei immer nett zu deinen Vorgesetzten, sie könnten auch wieder deine Untergebenen werden. Ich habe immer versucht, mich daran zu halten. Ich genieße und ich glaube, das war seinerzeit auch ein Anlass, weshalb der Bischof in seiner Wahl einen Generalvikar zu benennen, auf mich gekommen ist, dass ich eben bei vielen Mitarbeitern in der Diözese nicht unbekannt bin und doch da auch Vertrauen genieße. In den 2 Tagen am Fahrrad habe ich gemerkt, dass man jetzt keinen Plan für die Lösung der anstehenden Dinge fällen kann, sondern zunächst einmal sich selbst mitbringt. Das ist wenig, aber das ist auch viel, wenn man da drin merkt, dass man in dem, was man mitbringt, Interesse, ich will jetzt so hohe Worte wie Liebe zu den Menschen vermeiden, das mögen die anderen beurteilen, Interesse an Menschen hat, einen sehr bodenständigen Glauben und ein Gottvertrauen, was jetzt nicht eine Verbrämung der Situation durch fromme Sprüche sein soll, sondern es muss was Alltägliches sein. In der Theologie gibt es ein Wort von einem der Kirchenväter, nur was angenommen ist, kann erlöst werden. Es ist dort sehr christologisch gemeint, warum Jesus Christus Mensch wird, um die Menschheit zu erlösen. Aber ich glaube, dass das in sehr vielen Lebenssituationen auch gilt. Als Menschen tendieren wir dahin, erst Situationen lösen zu wollen. Und wenn sie gelöst sind, dann wollen wir sie annehmen.
Aber das ist zumindest nicht der Weg Gottes mit uns Menschen, weil sonst wäre er nie zu uns gekommen. Und ich glaube, es ist auch der Weg in dieser Zeit, in unserer Diözese und überhaupt, dass wir Situationen erstmal, auch wenn sie nicht ideal, auch wenn sie in vielen Dingen falsch sind, erstmal annehmen, das heißt nicht gutheißen, annehmen müssen. Und wenn wir das tun, dann haben wir darin Gestaltungsmöglichkeiten, sowohl von den eigenen Kräften als auch von den Menschen, die mit uns sind.